schon mal ein bisschen Spanisch hier. So, für alle, die jetzt in den letzten Minuten dazugekommen sind, wir sind im Viertelfinale. Das ist sensationell, dieses Duell gerade mit Johannes Lindmeier und seinem spanischen Gegner. Die schenken sich wirklich gar nichts gerade. Jetzt Johannes in der besseren Position, aber sensationeller Konter wieder der Spanier. Langer Ballwechsel. Johannes kommt nach vorne und das ist ein Sensationsball. Befördert ihn direkt übers Netz. Kann er direkt ins Auslaufen gehen? Mit so einem Ball muss man aufhören, oder? Ja, genau. Sieht man jetzt auch. Da feiert er sich. Jetzt kann er sich übers Bett nageln, dass er da gegen die Spanier ein Cross-Duell gewonnen hat. Versucht es Jonas Messerschmidt direkt von hinten. Relativ gefährlicher Schlag, wahrscheinlich hohes Risiko, wenn er von hinten aufspringt, weil der Winkel natürlich nicht optimal ist. Ja, genau. Das ist der sogenannte Bajada, dieser Schlag, also der zur Scheibe kommt, den schlägt, der heißt Bajada. Und ja, ist ein großes Risiko, dieser Schlag. Aber bei den Spaniern, jetzt haben wir noch mal gerade gesehen, das war der gleiche Schlag, sieht man schon, da funktioniert es besser. Und jetzt hat man eigentlich einen typischen Spielzug, warum diese Nation so gut ist. Wir werden gerade, bis zu diesem Zeitpunkt wurden wir auseinandergenommen, in dem Sinne, dass, also auseinandergezogen als Paarung. Und dann kam der Schmetterschmidt. Und dann kam der Schmetterschmidt, der aber, glaube ich, leider irgendwas berührt hat, das Netz oder was anderes. Er hat zumindest was angezeigt. Genau, also draußen haben wir mal ganz andere Bedingungen als drinnen. Auch der Wind spielt hier eine Rolle, heute nicht so stark, aber wir haben es gegen Schweden sehr stark gemerkt. Viel, viel anspruchsvoller draußen zu spielen aufgrund der Bedingungen als in der Halle. Skylob eine super Alternative, der Ball ist ganz lang in der Luft, man guckt in die Sonne und der Schmetterball wird immer schwerer, je höher der Ball quasi gespielt wird. Jetzt sind wir wieder in einem langen Duell und diesmal mit dem besseren Ende für die Deutschen. Jonas Messerschmidt versucht noch den Ball zu erreichen. Er hätte sogar noch übers Netz greifen können, weil der Ball von der eigenen Wand zurücksprang. Das wäre möglich gewesen, richtig? Genau, das ist dann erlaubt. Netz darf man nicht berühren, aber man darf übergreifen. Und dann gibt es manchmal auch so spektakuläre Situationen, dass man quasi den Ball direkt ins Netz der Gegner legt sozusagen. Das sind dann immer sehr spektakuläre Bälle, die wir dann auf YouTube dann bewundern. Ist wahrscheinlich noch ein bisschen vermessen sogar. Aufschläge sind schon wirklich gut, sehr, sehr flach, direkt an der Scheibe, an der Ecke hinten, aber es juckt die Spanier nicht wirklich. Nee, das sind einfach, also Returnfehler passiert in der Weltspitze, passieren ganz, ganz selten. Das sind einfach Standardbälle, die schlagen, die machen nichts anderes jeden Tag, als diese Bälle zu returnieren. So gut kann niemand aufschlagen, als dass man die damit wirklich gefährdet. Die spielen den Ball entspannt zurück und dann das Spiel geht dann einfach erstmal los, wenn der erste Volley gespielt wird. Sind natürlich auch immer übertragbar ins Deutsche. Man kann ja auch einfach sagen, den kurzgespielten Ball in das Netz oder ja, für diesen Ball jetzt La Contra, wie die Spanier sagen würden, kann man ja auch einfach sagen, übers Glas zurückgespielt oder so. Also wir sprechen jetzt auch nicht immer in diesen spanischen Begriffen, aber hier hört man die Begriffe natürlich häufiger. Hört sich auch mal ein bisschen besser an, oder? Wenn ich sage so, hast du eben meinen La Contra gesehen? Nicht schöner. Genau, also wir sind etwas Druck reduziert und genau aus dem Grund, der gerade angesprochen wurde, dadurch werden die Ballwechsel länger, spannender und man kann nicht jeden Ball direkt aus dem Court schmettern mit dem Schmetterball und demnach tun sie auch nicht so weh. Ist nicht schön, wenn man einen da, sage ich mal, von Kollege Schmetterschmidt voll in die Wade bekommt, aber ja, wir überleben es. Auch wieder sehr schöne Kombination, genau, Jojo kriegt diesen Ball noch, auch der mit Geschnitt gespielt, denn Jonas Messerschmidt spielt, aber die Antwort der Spanier ist einfach sehr, sehr gut. Jetzt hat man es genau gesehen. Der Schmetterball von Jonas war natürlich jetzt in dem Fall einfach zu schwach. Und das ist eben ein freier Punkt dann. Dass es den direkt von der Scheibe über das Glas, über den Zaun katapultiert? Ja, ich nenne ihn jetzt immer Kicksmash, weil das eben ein Schmetterball ist, der nicht mit brachialer Gewalt gespielt wird, sondern einfach mit sehr viel Schnitt. Ist eine ähnliche Bewegung wie beim Kickaufschlag für die vom Tennis kommen. Da sieht man ihn nochmal und hat einfach den Vorteil, dass wenn man den hinten vom Winkel richtig ansetzt, dass er halt einfach sehr, sehr hoch aus der Scheibe springt und die Wahrscheinlichkeit, dass er über die Gitterstäbe hinweg springt, einfach sehr, sehr hoch ist. Viel, viel effektiver als manchmal von der Linie. Es ist die einzige Möglichkeit, den Ball hinaus zu katapultieren und demnach ein No-Touch sozusagen.
Auch wieder, wir haben es schon mehrfach gesagt, sehr, sehr faire Geste direkt gezeigt und auch der sensationell kurz Cross in das Netz gespielt. Und wir hatten es vorhin schon erwähnt, auf diesen Außenplätzen, weil die zu eng beieinander liegen. Der Spanier war eigentlich schon da. Ich sag mal, voller Fokus, sieht noch anders aus, aber ist ja auch schön, dass es hier so ein bisschen hin und her geht. Und sehr schön geholt jetzt hier vom Jojo, aber auch die Antwort lässt nicht lange auf sich warten. Und der ist gar nicht so einfach zu spielen tatsächlich. Wenn er da ins Doppelglas quasi oder in dieses Seitenglas gespielt wird, der kommt mit so viel Schnitt, da muss man Volley erstmal als Stop spielen. Also das sieht immer so easy aus, aber das ist gar nicht so einfach. Haben. Also wir können den Ball schon ein bisschen einfacher steuern. Ist ja auch ein Grund, warum es für Anfänger deutlich einfacher zu erlernen ist eben als Tennis. Oh, jetzt sehr schön durch die Beine gespielt, aber gut, da ist Jonas jetzt zur Stelle. Ja, also kann man schlecht vergleichen. Man ist natürlich auch öfter näher am Netz. Zeitlupe nochmal durch die Beine gespielt, aber da steht Jonas Schmetterschmidt, wie er genannt wird, und fackelt da nicht lange. Und, Jonas Messerschmidt den auf selbige einfach drüber gehauen. Sie geben wirklich alles. Netzroller, auch hier nochmal die Zeitlupe. Gut reagiert von Jonas Messerschmidt, aber da ist dann irgendwann auch selbst mit dem Hechten nichts mehr zu holen. Den Lob wirklich 3-4 cm vor die Glasscheibe gespielt und dann mit dem nächsten, das war er wieder, dieser Kickball etwas seitlich gespielt, der von der Scheibe dann wegspringt und pupp, über den Zaun bzw. Scheibe hinaus, unerreichbar anschließend dann. Doppelglas und wirklich ja, völlig entspannt vom Spanier. Als Lob gespielt, perfekt vorbereitet dann und dann war der Kicksmash, der den Punkt beendet hat. Ja, das war es wieder. Hoher Skylob. Eigentlich ein, ja, man sollte eigentlich denken, sieht einfacher Ball, aber, und das war doch auch schon der Matchball. Ja, ging jetzt schnell, aber ich denke, man konnte viel mitnehmen, viel lernen. Man kann auch mit langsamen und präzisen Bällen im Padel wahrscheinlich noch mehr erreichen als nur mit den ganz schnellen. Ja.